Was zu beachten ist bei allen Korrekturen der Alterssichtigkeit, ist, dass wir eine leicht erhöhte Anzahl der Nachkorrekturen haben. Diese bewegt sich ungefähr bei 20 bis 25%, und wir können frühestens eine Nachkorrektur nach 6 Monaten machen. Wieso kommen diese Nachkorrekturen zustande? Wir haben natürlich eine Antwort der Wundheilung, wir haben eine Antwort der Biomechanik der Hornhaut. Es kann sein, wir korrigieren sie sehr gut für die Ferne und es fehlt etwas in der Nähe, oder die Nähe ist ideal und es fehlt etwas in der Ferne. Wir wollen natürlich aber das ideale Ergebnis erzielen. Deswegen müssen wir ein halbes Jahr abwarten, also zumindest ein halbes Jahr abwarten, und dann können wir eben einen kleinen Feinschliff machen, damit die Sicht genauso ist, wie wir Ihnen das bei der Voruntersuchung simuliert haben.